Der zwölfte und letzte Teil dieser Reihe. Es geht noch einmal zurück zum Anfang. Stefan Blankertz nimmt uns mit zurück zu Marx. Zum Hintergrund. Die meisten modernen Varianten des Sozialismus beziehen sich in irgendeiner Form auf Marx. Sei es direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst, ganz offen oder eher versteckt. Marx gilt für viele Sozialisten als Urvater ihrer Gedanken. Dabei sah Marx sich selbst nicht als Marxisten, er lehnte diesen Begriff sogar für sich ab. Vielleicht, weil er ahnte, dass jene, die in seinem Namen sprechen werden, seine Gedanken für ihre Zwecke missbrauchen. Auch Marx gehört zu den Personen, die von seinen Anhängern bewusst oder unbewusst falsch verstanden und missbraucht werden, indem die Aussagen von Marx je nach eigenem Interesse gewichtet oder interpretiert werden. Dass Marx sich aber im Laufe seines Lebens selbst widersprach, weil er auch zu neuen Erkenntnissen gekommen ist, bleibt er bei vielen Anhängern verborgen. Über das Werk. Stefan Blankertz, der selbst einst ein linker Anarchist war, bis er auf Murray Rothbard gestoßen ist, ist jemand, der Marx' Werke ausführlich gelesen und auch verstanden hat. In diesem Werk versucht Stefan Blankertz, Marx vor den Marxisten in Schutz zu nehmen, indem er den Marx, wie sich die Marxisten ihn vorstellen, mit einer realistischeren Version von Marx widerlegt. In 11x11 Thesen zeigt Blankertz anhand von Marx' Zitaten auf, dass Marx vieles war, aber kein Marxist. Teilweise war Marx sogar überraschend nahe an den Positionen von Ludwig von Mises dran. Als Quelle für seine Analyse nutzt Blankertz die Marx-Engels-Werke. Über den Beitrag. Von den 121 Thesen, die Stefan Blankertz in diesem Buch aufstellt, werden hier nur diejenigen aufgegriffen, bei denen sich Marx gegen das kommunistische Manifest stellt. Stefan Blankertz, mit Marx gegen Marx, 11x11 Thesen. Abschnitt 1. Marx für Erbschaft und Grundbesitz. Im Kommunistischen Manifest von 1848 stellten Marx und Engels 10 Forderungen auf, wie der Klassenkampf zu gewinnen sei. Diese Forderungen haben nach wie vor bei vielen Anhängern in der Rezeption von Marx' Werken eine zentrale Bedeutung. Allerdings verwarf Marx die meisten der Forderungen in späteren Jahren, korrigierte oder veränderte sie. 2 dieser Forderungen sind zum Grundbesitz. Im Manifest fordert Marx die Enteignung von Grundeigentum. Erste Forderung, und die Abschaffung des Erbrechts, dritte Forderung, da er meinte, dass hierin die Festschreibung der sozialen Verhältnisse zu suchen ist. Im Bericht des Generalrats über das Erbrecht von 1869 erkennt Marx allerdings, dass das Erbrecht nicht die Ursache der Machtverhältnisse ist, sondern durch dieses lediglich die Person ausgetauscht wird, die die Macht ausübt, wodurch die Abschaffung des Erbrechts keine Gerechtigkeit schaffen kann. Die Ursachen sind an anderer Stelle zu suchen. Marx fand sich schließlich im Grundeigentum bzw. wie der aktuelle Zustand gekommen ist. Marx will Grundeigentum nicht mehr verbieten und warnt im Konspekt von Bakunins Staatlichkeit und Anarchie von 1875, das Proletariat davor, die Bauern zu enteignen, und befürwortet im ersten Entwurf zum Bürgerkrieg in Frankreich von 1871 lediglich die Enteignung allen unrechtmäßig erworbenen Grundbesitzes. Abschnitt 2. Marx gegen Steuern. Im Kommunistischen Manifest spricht Marx sich für eine progressive Besteuerung aus, seine zweite Forderung. Das heißt, wer viel hat oder viel verdient, solle auch prozentual mehr Steuern zahlen. Doch bereits im 18. Primaire de Louis Bonaparte von 1852 verstand Marx, dass Steuern die Lebensquelle der Bürokratie und der Exekutivgewalt sind. Auch wusste Marx, dass Steuern auf den Lohn fallen und damit die Herrschaftsverhältnisse weiter zementieren. So prophezeite er in Aus dem handschriftlichen Nachlass von 1847 den Ruin für Bauern, Bürger und Handwerker, wenn die Steuern weiter steigen. Im Kommunismus des Rheinischen Beobachters von 1847 erklärt Marx, dass gerade die Einkommenssteuer nur eine Art des Lohndrückens sei, für die der Staat die Bourgeoisie verschickt und selbst im Hintergrund bleibt, wenn den Arbeitern weniger Lohn ausgezahlt wird, als ihnen zusteht. So richtet sich der Unmut der Arbeiter dann gegen den Arbeitgeber, anstatt gegen den Versucher, den Staat. In den Klassenkämpfen in Frankreich von 1848 bis 1850 führt Marx schließlich aus, dass die Idee der Besteuerung von Reichen zugunsten der Armen nur Ideologie sei und dass diese Praxis den Armen schaden wird, weil selbst geringe Steuern diese ungleich viel härter treffen, und wandte sich somit vollends gegen progressive Steuern. Marx lehnte Steuern allerdings nicht gänzlich ab. In den Instruktionen für die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den einzelnen Fragen von 1866 empfahl Marx ein verständliches Steuersystem, was aus seiner Sicht die Abschaffung aller indirekten Steuern bedeutet.
Direkte Steuern erhöhen im Gegensatz zu indirekten Steuern den Leidensdruck, woraus ein größeres Interesse, den Staat zu kontrollieren, resultiert. Dennoch waren Steuern für Marx kein revolutionäres Element. So zeigt er in Über die Proklamation des Ministeriums Brandenburgs-Manteuffel von 1848, wie der Staat die Opposition mit Hilfe der Steuern zu schwächen versuchte, indem er diese durch die Steuergesetze gegeneinander aufhetzte. In Die Klassenkämpfe in Frankreich von 1848 bis 1850 bemerkte Marx, dass der Staat durch heuchlerische Versprechen auf Steuersenkungen der Konterrevolution die Glaubwürdigkeit nimmt. Vielmehr sei es revolutionär, den Staatsapparat zu reduzieren und die Staatsparasiten abzuschaffen, wie Marx im ersten Entwurf zum Bürgerkrieg in Frankreich von 1871 anmerkt. Auch Friedrich Engels verstand, dass der Staat die Steuern nutzt, um einen unterdrückenden Staatsapparat aufzubauen, und erläutert in Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates von 1884 am Beispiel des Römischen Reiches, wie Zerfall und Steuererhöhungen verbunden sind. Abschnitt 3. Marx gegen Zentralgeld. Eine weitere Forderung aus dem Manifest ist die Forderung nach einem zentralen Geldmonopol inklusive Monopol auf Kredite für den Staat, die fünfte Forderung. Von dieser Forderung nahm Marx bereits 1850 Abstand, als er in Die Klassenkämpfe in Frankreich von 1850 bemerkt, dass die Zentralisation der Banken ihre Macht nicht stürzte, sondern sie verfestigte. Eben dies merkte er in den Crédit Immobilier von 1856 an und in einigen Briefen über Napoleon III. Napoleon III. Wollte sich durch das staatliche Kreditwesen des Landes und der Industrie bemächtigen, was Marx kaiserlichen Sozialismus taufte. Im ersten Band des Kapitals von 1867 erklärte Marx dann, dass das Kreditsystem zu Staatsschulden und Staatsanleihen führe, durch welche der Staat Ausgaben tätigen könne, die die Arbeiter erstmal nicht bemerkten und mittrügen, wie zum Beispiel für Kolonialismus und Handelskriege, sowie am Ende für höhere Steuern, um die Schulden zu begleichen. Marx strafte der vermeintlich wohltuenden Wirkung durch die Ausgabe von Papiergeld und die daraus entstehende Inflation durch die Ausweitung des Haushaltsdefizits, wie sie unter anderem von John Maynard Keynes befürwortet wird, also Lügen, bevor die Geschichte ausformuliert wurde. So offenbarte Marx die Naivität dieser Versuche im Gesetzentwurf über die Zwangsanleihe und seine Motivierung von 1848 oder in Über die Zwangsanleihe von 1848. Abschnitt 4. Marx gegen den Zentralismus. Im Kommunistischen Manifest fordert Marx die Zentralisierung des Transportwesens, seine sechste Forderung, und der Produktion, seine siebte Forderung, und singt in Briefen an Engels von 1870 Lobeshymnen auf den sich ausbreitenden Zentralismus in Deutschland. Er freute sich über den bevorstehenden preußischen Sieg über Frankreich, wodurch Deutschland zentralistischer werden würde, was Marx zufolge für die Arbeiterklasse nützlich sei. Deutlich dezentraler zeigte sich Marx ein Jahr später. In Der Bürgerkrieg in Frankreich von 1871 forderte er die Ersetzung des Zentralstaates durch lokale Selbstverwaltungen auf kommunaler Ebene. Die Zentralregierung betrachtet Marx nun mit ganz anderen Augen. Ihm zufolge sorgt sie für erhöhte Staatsschulden, eine vergrößerte Bürokratie, ein vergrößertes stehendes Heer, mehr Staatsparasiten sowie die Unterordnung von Einzel- und Gruppeninteressen unter das Staatsinteresse, wie Marx im ersten Entwurf zum Bürgerkrieg in Frankreich von 1871 feststellte. Abschnitt 5. Marx gegen den Sozialstaat. Die achte Forderung im Kommunistischen Manifest betrifft einen gleichen Arbeitszwang für alle. Dies wird zwar sehr unterschiedlich ausgelegt, aber in dieser Forderung zeigt sich vor allem die Ablehnung des Sozialstaates, wie wir ihn heute kennen. Denn Marx zeigte in seinen ökonomischen Werken, so zum Beispiel in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie von 1858, dass die Minusarbeit bzw. nicht produktive Arbeit der einen eine Mehrarbeit, also Ausbeutung der anderen, voraussetzt. Dadurch wird ein Arbeitszwang für nur einige wenige benötigt, damit der heutige Sozialstaat existieren kann. Der Arbeitszwang bezog sich vor allem auf Landwirtschaft und Industrie, ebenfalls die achte Forderung, welche durch die Zentralisierung von Ackerbau und Industrie, seine neunte Forderung, ermöglicht werden sollte. Wie schon zuvor gezeigt, stellte sich Marx aber gegen Zentralisierung und Enteignung von Grundbesitz. Allerdings argumentierte er im Laufe der Zeit bei diesem Punkt sehr gegensätzlich. So befürwortete er Zentralisierung und Enteignung der Bauern in Lohn, Preis und Profit von 1856, lehnte sie dann im Bürgerkrieg in Frankreich von 1871 ab, befürwortete sie aber wieder in Über die Nationalisierung des Grund und Bodens von 1872 und lehnte es dann wieder im Konspekt von Bakunins Staatlichkeit und Anarchie von 1875 ab. Abschnitt 6. Marx gegen öffentliche Schulbildung. Die letzte Forderung des Kommunistischen Manifests ist die Forderung nach öffentlicher und unentgeltlicher Erziehung und Bildung aller Kinder und einer Beseitigung der Kinderarbeit.
Marx äußerte sich erst in der Kritik des Gothaer Programms von 1875 wieder zu diesem Aspekt. Im Gothaer Programm der SPD wurde die 10. Forderung fast wörtlich übernommen. In dieser Kritik bemerkte Marx, dass es verwerflich sei, wenn sich Staat und Kirche in der Erziehung einmischen. Sie haben sich daraus gänzlich fernzuhalten. Auch eine unentgeltliche höhere Bildung sorge Marx zufolge nur dafür, dass es gerade die Eliten sind, die ihren Kindern auf Kosten der Arbeiterklasse eine höhere Bildung zukommen lassen könnten. Ebenso wandte sich Marx gegen das Verbot der Kinderarbeit, wie es damals die SPD forderte. Marx war der Ansicht, Kinderarbeit solle zwar überwunden, aber nicht verboten werden. Das heißt, Kinderarbeit muss Marx zufolge vor allem überflüssig werden. In der damaligen Zeit war die Existenz der europäischen Industrie ohne Kinderarbeit nicht denkbar, wie Marx feststellte. Die Forderung nach einem Verbot war damit nur ein frommer Wunsch, welcher der Realität nicht gerecht werden würde. Zusammenfassung: Stefan Blankertz zeigt in diesem Werk, wie Marx sich im Laufe seines Lebens bezüglich vieler seiner Positionen selbst widerspricht. Dies ist nicht verwunderlich, da der Mensch zum Lernen in der Lage ist und so auch Marx die Fehler im Denken seiner jüngeren Tage erkennen konnte. So stellte er sich fast komplett gegen den Forderungskatalog des Manifests der Kommunistischen Partei, womit er sich ebenfalls gegen das stellt, wofür viele sozialistische Parteien noch heute noch stehen. An vielen Stellen liegt Marx sogar eher auf einer Linie mit Anarchisten und Kapitalisten. So war Marx gegen eine progressive Besteuerung, gegen öffentliche Bildung, gegen Zentralismus und gegen ein staatliches Geldsystem. Das soll aber nicht heißen, dass Marx selbst liberal oder libertär war. Während er viele staatskritische Schriften verfasst hat, hat er im gleichen Zeitraum auch viele etatistische Schriften verfasst, in denen er teilweise das genaue Gegenteil behauptete. Blankertz arbeitet diese Widersprüche heraus und bestätigt damit das, was vielen Liberalen und Libertären ohnehin schon bewusst war. Wie der echte Marx zu verstehen ist und inwieweit seine Ideen im Realsozialismus verwirklicht wurden, bleibt Interpretationssache des Marx-Lesers. Blankertz stimmt entsprechend mit Marx darin überein, dass Marx kein Marxist war.